erstes habe ich diese Halter hier angebracht. Die werden einfach an den vorhandenen Rahmengeflecht angeschraubt. Und das hält mit einem Rückenlager, wird das nur zwischengeklemmt. Das mache ich auch auf der rechten Seite. Und noch gucken, ob ich das auch richtig gemacht habe, ob die Klappe auch noch ordnungsgemäß schließt. Dann die Lampen anschrauben. Ich habe mich für welche von Wesem entschieden. Das ist eine Firma aus Polen, die meines Erachtens gute Scheinwerfer herstellt für eine gute Qualität und für den Preis 15 Euro pro Stück. Ja, da kann man einfach nicht meckern. Das sind wirklich gute Scheinwerfer. Die habe ich bis zu diesem Stecker dort ja selbst verkabelt und die passen auch zum Original Suzuki Kabelbaum. Der Kabelbaum ist hier von einem Suzuki Vitara, den habe ich mir von einem Schrottplatz geholt. Der soll für Nebelscheinwerfer sein, ist komplett mit Sicherung und allen Anschlüssen ausgerüstet. Der Anschluss stellt sich aber ein bisschen kompliziert dar, weil der Suzuki Jimny an den Fernscheinwerfern Masse geschalten ist. Und deshalb muss man das Relier an diesem Kabelbaum etwas anders anschließen. Ich habe hier mal einen Schaltplan aufgezeichnet und zwar beginnend vom Batterieplus mit einer Sicherung zu Klemme 30 und von Klemme 87 gehe ich weiter zu den Lampen, die weiterhin wieder am Minus angeschlossen sind. Und jetzt muss allerdings die Klemme 86 auch noch mit Klemme 30 verbunden werden. Dazu habe ich hier mir so ein kleines Kabel zurechtgeklemmt, was ich einfach auf die jeweiligen Klemmen stecke und eben mit dem Batterieplus verbinde. Und die Steuerleitung ist jetzt die Klemme 85, die von den Scheinwerfern aus Masse geschalten ist. Die Steuerleitung habe ich einfach in den H4-Stecker mit integriert. Einfach, den kann man hier einfach öffnen und dann das Kabel damit einlöten. Um die Scheinwerfer auszurichten, habe ich mir mit Wasserwagen und einem Richtscheit einfach beholfen und den Abstand von der Motorhaube gemessen, dass das Ganze so ein bisschen einheitlich gerade ist und die direkt geradeaus scheinen. Und einen Funktionstest durchgeführt, ob auch wirklich die Scheinwerfer angehen, wenn ich Fernlicht anschalte. Und geht. Ja, alles richtig angeschlossen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, denn es lohnt sich. Ciao, mach's gut.